Diese Woche hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Doch für die Ausbildungsbetriebe in der Region wird es immer schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden. Hier schlagen zum einen der demografische Wandel, zum anderen der Trend zum Studieren zu Buche. Das alles ist auch bei der Handwerkskammer Reutlingen längst bekannt. Zwar tut die Kammer etwas dagegen und das auch mit Erfolg, trotzdem sei hier die Initiative jedes einzelnen Betriebs gefragt. Mehr als 1500 neu abgeschlossene Lehrverträge zum Stichtag 31. Juli. Und man hofft, bis Jahresende wieder die 2000 zu erreichen. Damit steht die Handwerkskammer landesweit sehr gut da. Trotzdem, die Zeiten sind hart. Weniger bei den Kfz-Mechatronikern. Da gäbe es noch genug technikbegeisterte junge Männer. Aber schon das Friseurhandwerk, einst ein Lieblingsfach bei den jungen Frauen, tut sich schwer. Und erst recht das Nahrungsmittelhandwerk, hier insbesondere die Bäckereien. Denn das Frühaufstehen wirkt abschreckend. Doch mit guten Arbeitsbedingungen können Betriebe auch dieses den jungen Leuten schmackhaft machen. Da haben wir hier eine namhafte Bäckerei hier in der Raumschaft, die hat keine Probleme, Nachwuchs zu bekommen, weil da alles stimmt. Moderne Betriebsräume, ein modernes Umfeld, hervorragende Ausbildung, regelmäßig Preise bei Wettbewerben. Mit den Familien macht man Hoffeste, die Eltern lädt man ein. Also Sie sehen, es geht auch in vermeintlich nicht so attraktiven Handwerksberufen. Nicht nur die Quantität, auch die Qualität vieler junger Bewerber ließe zu wünschen übrig, so Joachim Eisert. Oft gäbe es Defizite in Sachen Grundrechenarten oder Benehmen gegenüber den Kunden. Und da muss ich mich drauf einstellen und da muss ich dann versuchen, das Beste draus zu machen, ob ich sie in irgendeiner Weise zusätzlich fördere, vielleicht auch mal so ein Knicketraining zukommen lasse, oder nochmal die Grundrechenartenschule, das muss ich mir dann halt überlegen. Nur klagen hat wenig Sinn. Nur Ausbildung müsse sein, so der Rat der Handwerkskammer an die Betriebe. Denn nur so ließe sich der auch im Handwerk drohende Fachkräftemangel entschärfen. Wir hatten neulich hier einen Unternehmer aus dem Bereich der Uhrmacherei, der sich darüber beschwerte, dass er keine ausgebildete Fachkraft findet am Markt. Dann haben wir einmal nachgeschaut und dann mussten wir feststellen, er hat selbst in all den Jahren, seit Jahrzehnten, nicht einmal ausgebildet. Doch die duale Ausbildung steht, gerade bei den Abiturienten, in starker Konkurrenz zum Studium. In Zukunft will die Handwerkskammer deshalb auch Studienabbrecher für sich gewinnen. Aber auch das ist nicht ganz einfach. Wenn wir welche bekommen, müssen die ja auch sehen, im Handwerk muss man auch hart arbeiten. Das ist nicht nur so nebenher und so ein bisschen sich künstlerisch verwirklichen. Diese Vorstellung haben manche Hochschulabbrecher, sondern es ist Arbeit im Wettbewerbsumfeld. Aber auch da wollen wir zunehmend einen Fuß in die Tür bekommen. Ich schneide keine Haare, ich rette dein nächstes Date. Mit Sprüchen wie diesen will das Handwerk das Image verbessern und zeigen, dass auch dieser jahrhundertealte Berufsstand nach wie vor modern ist.